Und als nächste Rednerin möchte ich euch ankündigen, Katrin Vogler. Katrin Vogler spricht für eine Fraktion, die heute zu 100% Nein sagen wird zu diesem Wahnsinn, der geplant ist. Dafür möchte ich auch der Fraktion Die Linke ganz herzlich danken und wünsche mir natürlich, Katrin, dass diese klare antimilitaristische und Friedensposition wir bei den Linken auch die nächsten Jahre und Jahrzehnte immer wiederfinden werden, weil es ist wichtig, dass es im Deutschen Bundestag auch ganze Fraktionen gibt, die deutlich machen, Aufrüstung ist der falsche Weg. Wir brauchen Abrüstung und nicht Aufrüstung. Schön, dass du da bist, Katrin. Vielen Dank an die Veranstalterinnen und Veranstalter dieser Kundgebung. Ich bin ja auch selber DFGVK-Mitglied seit über 40 Jahren und ich finde es einfach wichtig, dass wir als Pazifistinnen und Pazifisten uns nicht klein machen lassen, uns nicht wegducken, sondern klar sagen, Aufrüstung ist die falsche Antwort auf Aufrüstung, Gewalt und Krieg. Denn Aufrüstung gebiert neue Gewalt, neue Kriege. Und dafür sollen wir nicht unser Geld oder das Geld unserer Kinder und Enkelkinder verplanen. 100 Milliarden Euro Sondervermögen sollen heute ins Grundgesetz geschrieben werden. Dazu soll weiterhin das sogenannte 2%-Ziel der NATO eingehalten werden. Das heißt also, mehr als 2 Euro von jedem 100 Euro, die erwirtschaftet werden in diesem Land, sollen künftig in die Rüstung fließen. Konzernetagen von Rheinmetall, Heckler und Koch und anderen Rüstungsunternehmen, da knallen die Sektkorken, während auf der Welt hunderte Millionen von Menschen unter Hunger leiden. Das ist ein Skandal, mit dem ich mich niemals abfinden werde. Das World Food Program hat bekannt gegeben, dass sie mindestens 47 Millionen Dollar zusätzlich brauchen, um den Hunger in der Welt, der zunimmt, auch aufgrund dieses verbrecherischen Angriffskriegs entgegenzutreten. Dafür sollten wir Geld ausgeben. Wir müssen die Hungerpandemie beenden. Wir müssen Geld für Klimaschutz einsetzen, für den Erhalt unserer natürlichen Lebensgrundlagen. Wir brauchen Entlastungspakete für die Menschen, die heute am Ende des Geldes oft noch viel zu viel Monat übrig haben und die steigenden Lebensmittel- und Energiepreise in die Verzweiflung treiben. Das wäre auch ein Beitrag zum inneren Frieden und dafür würden wir als Linksfraktion gerne 100 Milliarden neue Schulden aufnehmen, aber nicht für Rüstung, Aufrüstung, Kampfflugzeuge, Drohnen und Hubschrauber für die Bundeswehr. Die Bundeswehr ist nicht schlecht ausgestattet. Sie ist in den letzten Jahren massiv mehr finanziert worden als davor. Das Geld ist versickert in seltsamen Kanälen. Sogar der Bundesrechnungshof sagt, dass das Bundesbeschaffungsamt für die Bundeswehr eine mangelnde Korruptionsprävention haben. Jetzt gibt es noch 100 Milliarden für korrupte Rüstungsbeschaffungsprogramme obendrauf. Das kann nicht sein. Da sagen wir ganz klar rein als Linke. Und ich freue mich, dass Canan heute hier gesprochen hat, Canan Bayram von den Grünen. Sie sind noch wenige, die es wagen, sich gegen den Mainstream ihrer Parteien zu stellen. Aber Khalid war mal ganz alleine, als er gegen die Kriegskredite vor dem Ersten Weltkrieg aufgestanden ist in diesem Haus. Und wo einer aufsteht, können mehr aufstehen und daraus kann eine große Bewegung werden. Das wünsche ich mir für die Zukunft. Danke. Vielen, vielen Dank für deine Rede. Und als letzten Redner für heute möchte ich euch ankündigen, Felix Werdermann von ICAN. Was soll ich zu ICAN sagen? ICAN hat mit dafür gekämpft, dass der Atomwaffenverbotsvertrag durchgesetzt werden konnte, dass er zwischenzeitlich von über 50 Staaten unterschrieben wurde und dass deutlich gemacht wurde, dass diese atomare Aufrüstung, die die großen Staaten brauchen, planen und durchsetzen wollen, der falsche Weg sind. Es freut mich sehr, Felix, dass du da bist. Du hast das Wort.